So, hallo nochmal, Clio. Ich hoffe, du kaufst was. Ja. Selbst ein Mädchen mit einem. Aha. Sag mal, was du so. Jede Waffe. Mhm. Aha, aha. So ist das. Nein, nicht so viele. Oh mein Gott. Spielst du? Ja, kaufe ich halt dieses Mal ein bisschen mehr. Dafür kriegst du auch noch anderen Scheiß. Wobei ich nicht weiß, was ich sonst verkaufen soll. Keine Ahnung, was wie viel wertet. Du kriegst auf jeden Fall mal. Jet? Will ich einen Jet verkaufen? Nee. Kampfgewehr, bla bla bla. Karawane, nee. Ach komm, wir verkaufen auf jeden Fall unser Vorkriegsgeld. Komm her. Ja. Ist schon verkauft. Ah, okay. Passt. Dann. Dankeschön. Bitteschön. Wir sind alle happy. Herrgott. Ich wollte doch nur ganz unauffällig an dieses Terminal ran. Wer sieht mich denn da? Ah, egal. Jetzt hat mich auf jeden Fall niemand gesehen. Na dann, lasst uns mal wieder loslegen. Haus! Zwei Treffer. H-O-W-L-S. Nein. H-O-W-L-S. Das könnte es sein. Geschafft. Wow! Notfall... Oh, what? Notfallpläne für alles? Notfallplan Hancock? Zuerst die Leibwächterin töten, im Schlaf erdrosseln, dann sämtliche Gems in Old State House vergiften, Kollateralschäden möglich, Verluste wären aber ohne größere Auswirkung auf das Geschäft. Oha. Okay. Hui. Gut, das ist, ähnlich wird es für jeden dastehen. Laserschuss aus großer Entfernung, sie steht mir zu nahe, als dass ein direkter Angriff keinen Verdacht erregen würde. Okay. Nachbarschaftswache, bla bla bla. Also für jeden gibt's hier wohl einen Notfallplan, wen man so umbringen kann oder könnte. Hab schon verstanden. Der Railroad anschließen. Was ist das? Let's listen to this. Ach, das hatte ich schon mal. Moment mal. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Krieges. Okay, lege ich's wieder ab. Komm. Wir gehen, mein Junge. Nee. Ja, gut. Was ist das? Power-Rüstungsstation. Ah, okay. Ach. Da könnte ich dann theoretisch meine einzelnen Teile reinlegen und dann so eine Power-Rüstung wahrscheinlich powern, ne? Hätte ich jetzt mal geschätzt. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. So, was haben wir hier noch Cooles? Nichts Besonderes. Ah, was war denn mit Kelloggs Pistole eigentlich? Die war, glaub, cool. Hab ich noch gar nicht gecheckt. Wo war die? Oder war die einfach nicht so gut? Kelloggs Pistole? Kellogg? Nein? Da ist sie. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Ah ja, genau, die hat viel Schaden gemacht. 50 Stück. Und die hatte ich wo? Auf wer? Auf welchem Slot? The fuck? Nirgendwo. Hä? Okay, hier habe ich eh. Impro-Gewehr, Impro-Repetiergewehr. Da habe ich ein 308er. Jagdgewehr. Ja, dann kann ich das Repetiergewehr mal wegmachen. Dann habe ich auf 5 jetzt die Pistole von Kellogg. Gut, die kann ich nachher natürlich mal noch ein bisschen testen. Oder jetzt dann gleich. Wenn ich mich aufmache, den komischen Typen am strahlenden Meer oder wie auch immer das schon wieder hieß zu finden. Das Commonwealth wird oft von Strahlungsstürmen heimgesucht. Strahlungsstürmen heimgesucht, die vom leuchtenden Meer... Ah, da steht's. Leuchtenden Meer weit im Südwesten hereinwehen. Ein Schalldämpfer verringert sowohl das Schussgeräusch als auch den Rückstoß einer Waffe. Nette Infos auf jeden Fall da unten. Ich könnte mir natürlich, wie Gollum meinte, das, die Sniper noch versuchen zu holen, die es da gibt. Die ist echt nicht schlecht. Dann könnte ich meine Crab-Sniper ersetzen. Weil die sei echt Hammer. Und auch gut upgegradet und so.
Er vernichtet seine Feinde mit einem breiten Palette schwerer Waffensysteme. Wird er ausgeschaltet, explodiert er. Gut. Oh, what? What happening? Und jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Map, wie weit es ist zu diesem... Oh mein Gott, okay. Wir gehen mal erst nach Hardware Town. Jo. Ich muss ja nicht gleich 100.000 Meter hier laufen. Wow. Das Trinken aus einer Wasserquelle ist immer eine Frage der Taktik. Normalerweise wird deine Gesundheit dadurch wiederhergestellt, aber gleichzeitig steigt auch deine Verstrahlung. Gewehre sind für gewöhnlich lang, von durchschnittlicher Größe und erfordern zwei Hände zum Abfeuern. Dazu zählen unter anderem Sturmgewehre, Kampfgewehre, Kampfflinten, doppelläufige Schrotflinten, Jagdgewehr, Lasermuskete und Maschinenpistole. So. Speziell aus einem abgetrennten Stück einer Todeskralle gefertigt, ermöglicht der Todeskrallen... Oh. Alles klar. Wir bleiben mal schön versteckt. Gollum hat mir vorhin berichtet, dass es ihm tatsächlich passiert ist. Dass er... Jetzt habe ich mich erst recht nicht auf die Sniper konzentriert, gell? Ah, jetzt versuchen wir da einfach mal hinzugehen, zu diesem leuchtenden Meer. Dass er irgendwohin schnell gereist ist und dass direkt neben ihm einfach, ein Selbstmörder, oder, ja doch, Selbstmörder, wie heißen die? Supermutant Selbstmörder neben ihm stand und einfach hochgegangen ist. Da war er tot. Dann ist er wohl ausgeflippt oder so, weil er plötzlich mit Granaten um sich geworfen hat. Was? Und was habt ihr gemacht? Das ist es ja. Wie sich herausstellte, waren das gar keine Granaten. Was? Das komm schon her, du Wichser. Ey, shit. What shit? Oh mein Gott. Alter, du dummer... Hund, ey. Schon wieder. Nein, I'm reloading. Oh shit. Yo Mama. Yo Mama 2. Die fetzt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich habe nicht allzu viel Munition dafür. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil. Was schießen die? 38er auch nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal wieder nicht aufgepasst. Kann ich das nicht irgendwie anzeigen lassen? No. Egal jetzt. Selbst wenn ich weiß, welche Munition sie verschießt, bringt das mir nicht unbedingt mehr davon. Irgendwas von Gefahr hier? Nein? Grundsatz. Was ist hier los? Zerstörung! Jo, da lebt nicht mehr gerade viel. Ah, oh, ah, Quantum. Geil. Westtunnel? Entdeckt. Nicht schlecht. Da irgendwo was Wichtiges rum? Psycho? Nee. Boston? Bugle? Nee, ach so. Das ist eine Zeitschrift. Jetzt verstehe ich das. Nichts drin. Dogmeat hat etwas gefunden. Was hast du gefunden? Für mich hin. Das hilft mir nichts, wenn es sagt, hat etwas gefunden. Oh. 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 Dankeschön. Ein Plünderer. Ja, hier liegt auf jeden Fall alles vor. Holzblock I und D. Achso, I und D. I und D. Ja. Schön von dir, Dogmeat, dass du mir immer zeigst, wo was ist. Ah. Ammo. Ah, Splittermine nehme ich auch mal mit. Vielleicht muss ich nachher ja tatsächlich mal taktisch vorgehen und lege irgendwelche Minen aus, aber... Bis ich das mal wirklich mache, könnte es ein bisschen dauern. Hä? Bowlingkegel. Ah, ich will das nicht so machen. Streik! Ich will den Streik! Yeah! Strikes sind alle umgefallen. Ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen. Da bewegt sich noch was. Nee. Was hat hier denn gewütet? Alle tot.
Und Gollum hat mir auch schon von diesen komischen Stürmen erzählt. Die ziemlich mies sein können, aber ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen. Er meint, er hat, glaube ich, schon zwei sogar gesehen. Aber vielleicht bin ich einfach ausnahmsweise tatsächlich mal glücklich. Tekbar schreibt, ich gehe mal was zu essen holen. Jo, kein Ding. Hol dir was essen. Mach, was du willst. Solange du wiederkommst. Ja, okay. Ich gehe schön vorsichtig vor. Es könnte also ein bisschen dauern, bis ich jetzt da bin, aber sicher ist sicher. Lieber sehe ich die Gegner, bevor sie mich sehen. Das ist mir definitiv lieber. Was ist da drüben für eine Hütte? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise ist gut. Lasse ich mich mal wieder hinreißen. Dieses Haus da zu checken. Weil... Da könnte es ja irgendwas geben. Vielleicht ist es auch einfach komplett tot. Da lebt gar niemand und ich kann schön Loot abholen. Sehr unwahrscheinlich, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Da ist mein Traum auch schon dahin, aber den kriegen wir auf jeden Fall tot, wenn er dann irgendwann mal stehen bleibt. Einfach nur mit Geduld. Na komm, mein Supermutanten-Friend. Wie wär's, wenn wir kurz stehen bleiben, unsere Hand in meine Richtung strecken und ich schieß drauf und du gehst hoch. Nein? Na! Etwa so. War das eigentlich vorgehabt? Ja, tatsächlich. No shit. Vorsicht, Vorsicht, wovon? Ah, eine Splittermine ist auf jeden Fall mal da. Irgendwo. Ah, da oben ist noch ein super Mutanten-Biest. Wartet mal. Ah, shit. Moment. Ah, was macht er? Warte doch. Na! So nicht. Ah, was tust du? Nee, beweg dich nicht so viel. Oh, das bringt ihn wohl nicht um, hä? Nee! Findet er zwar uncool, wie ihm in den Kopf geschossen wird, aber... Das bringt ihn nicht um. Aber auf jeden Fall cool auf so große Distanz. Gegner abzuknallen. Komm, Hund! Och Mann, jetzt habe ich gehofft, du schaffst's. Klasse, echt toll. Unser Teamwork lässt zu wünschen übrig, mein Hundefreund. Und der andere Hund kommt... What the fuck? Wie? Genau, wahrscheinlich! Aus 100 Metern! ich meine, er ist ein Mutant, schon klar, aber Alter! Bitte! Ich habe Schwierigkeiten, ihn mit einer Sniper zu treffen. Und er wirft einfach mal eine Molly rüber, oder was? Genau, genau. Ist klar, ist klar. Ganz, ganz normal, ja. Was reg ich mich auf? Boah, Mann. Na komm, lad schon. Ich sollte mich nicht immer an meinem Stuhl hochziehen. Vor allem diese Granate, beziehungsweise diese Molly, kommt einfach aus dem Nichts und in einem... What the... Ich muss öfter zwischenspeichern, Gott verdammt. Es hätte ja wenigstens nach meinem Schnellreisen speichern können. Jetzt habe ich geladen, dass ich wieder laden kann. Doll. Ich wollte nur Supermutanten killen, echt? Jetzt hätte ich erst recht nach der Sniper schauen können. Jetzt kann ich mich nicht mehr umentscheiden. Doch, klar kann ich. Dann muss ich wieder laden. Mann, oh. Echt, ey.